Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 9 des Let's Learn Essence Strain Contagion Trickster. Wir sind in Akt 8 und wir kriegen gerade einen Deal. Nope. Also wie gesagt, wir sind in Akt 8. Bisschen wenig live. Bisschen was können wir verändern. Wir können mit der Haku-Bank noch hier auf unsere Boots ein bisschen live drauf craften. Wir nehmen den schwachen Roll, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man Haku... Nice, fast Max-Roll. Dass man Haku zu diesem Zeitpunkt auf dem Level hat. Auf einem höheren Level, meine ich. Das ist auch einzige Item, wo ich sage, es ist wert, da was drauf zu craften oder wo es drauf geht. Die anderen haben ja schon live und die anderen Items sind einfach zu schlecht. Ich meine, wir haben jetzt 2100 live, das ist ziemlich mies, aber was soll man machen? So. Was muss ich auch noch machen? Wenn man andere Charaktere gespielt hat, muss man sich erst wieder kurz umgewöhnen. Ach, das ist der Boss. Und ein Harbinger. Holy shit. Da kann ich mal aufpassen. Den kann ich auch mal mitmachen, weil dran vorbei komme ich sowieso nicht wirklich. Ist mir zu gefährlich, also töte ich den einfach. Ich meine, mit Wither Totem haben wir ja relativ gute DPS. Nur der Stone Golem stirbt dauernd. Haben wir nicht auch noch irgendwie Live-Notes in der Nähe, die wir nehmen können? Weil ich will nicht mit dem bisschen Live zu Solaris später. Ich meine, wir kriegen ziemlich viele Skillpunkte in diesem Akt, also... Das ist zumindest schon mal ein Essence-Strain-Upgrade. So, hier haben wir kurz Ruhe. Können wir uns den Skilltree nochmal angucken. Wir waren hier auf dem Weg hin, um uns diese Live-Notes hier zu holen. Lass mir aber den Skilltree nochmal aufmachen. Ach ja. Weiß ich noch. Also hier diese Live-Notes holen. Diesen hier hat er mitgenommen und dann geht er hier runter zu Shaper und Shaper bringt halt auch noch einiges und Skill Effect Duration bringt auch noch einiges. Und dann hier den Constitution Cluster. Der ist halt auch noch richtig groß. Aber erstmal holen wir uns diese Live Notes hier. Ich hoffe mal, dass ich Doidry überlebe. Ich meine, man kann schon anfangen, jetzt auch Items aufzusammeln, die keine Sockel haben und keine Links. Weil mittlerweile können die so gut rollen, dass man die auch später noch gebrauchen kann.
Oh. Oh Mann, so, da sind wir bei Doidre. Hoffentlich wird das was. Was hat der? Oh, Socket Fire Gems. Aber sonst nichts. Oh boy. Das kann was werden. Ja, wir haben sie relativ gut gedamaged. Ah, getroffen. Verdammt. Ah, unter 50% HP. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt ein bisschen auf die Zonen aufpassen. Da hatte ich in den letzten Let's Learns ja ein paar Probleme mit. Oh, fuck. Nice. Ich weiß gar nicht, was das Ding kann. Ich schmeiß das immer nur weg, beziehungsweise sammle das gar nicht erst auf. Physical to Chaos. Desecrated Ground. Hm. Oh, yo, yo, yo. Hallo. Da ist auch noch Prefix offen für live. Hallo. Aber da ist kein Prefix offen. Also diese nicht so gut. Spell Damage. Holy. Gut, das Ding ist, wir haben hier plus 1 Chaos. Aber plus 1 Chaos bringt uns im Grunde gar nichts. Weil da Essence Drain, da nicht Essence Drain drin ist, sondern Contagion. Und ob ich jetzt plus 1 auf Contagion habe, ist mir eigentlich im Grunde egal. Da habe ich lieber diese 60% Spell Damage. Und gut, Fire Damage to Spells ist halt für den initialen Hit vom Essence Drain auch nicht schlecht. Also den werde ich dann einfach mal austauschen. So, erstmal hier lang. Weil wir können eigentlich auch gerade die Handschuhe fertig machen. Was brauchen wir überhaupt auf den Handschuhen? Clarity brauchen wir. Faster Casting brauchen wir nicht unbedingt. Aber dann haben wir immer noch das Problem, dass wir einen blauen zu wenig haben. Das ist schlecht. Und das Problem ist, es ist auch nicht gerade wahrscheinlich, hier zwei blaue drauf zu kriegen. Okay, muss ich erst noch kurz warten, bis ich die reinnehmen kann. Und mit warten meine ich, ich hoffe, dass ich bessere Boots finde. Oder bessere Handschuhe. Aber ich kann nicht Flame Dash rausnehmen und ich kann auch nicht Clarity rausnehmen. Wobei, ich könnte erstmal
Faster Casting aus dem Wither Totem rausnehmen. Aber was packe ich da rein? Dann castet das Totem die Spells. Das will ich ja nicht. Das heißt, ich muss Totem auch rausnehmen. Jo, wie viele sind von denen da? Also ich muss Totem rausnehmen. Und dann halt Faster Casting. Und dann setze ich hier Flame Dash rein. Obwohl, nee, Faster Casting kann drin bleiben. Dann lege ich die Handschuhe an. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Resis. Nice. Und da kann ich halt gleich auch noch live drauf craften. Aber wie gesagt, das Wither-Totem brauche ich aktuell nicht wirklich. Das brauche ich dann erst wieder beim nächsten Boss. Hallo? Was ist das hier für eine Zone? Hohohoho. Yo. Sowas meine ich. Das ist geil. Hä? Oh, das gefällt mir richtig gut. Mit dem Contagion Spread. Kannst einfach durchlaufen und nebenbei, solange Essence Drain halt hält, stirbt alles. Und dabei hilft natürlich auch. Gut, theoretisch kann ein Scepter besser sein. Mana Regen. Da ist halt kein Spell Damage drauf. Oh, sehr viel Life, aber sonst nichts. So. Dann machen wir dieses spannende Event mal. Wow, much fun. Jo. Naja, zumindest gibt's dafür einen Skillpunkt. Hä? Ah, okay.
Das Ding ist, für diese ganz harten Chains ist Swift Affliction halt gar nicht so gut, ne? Upsala. Einmal zurück. Das Ding ist halt, Swift Affliction reduziert die Duration von dem Essence Drain. Ich meine, es hat halt ziemlich harten Damage. Und wenn man nicht mit langen Chains rechnet, ist das auch völlig in Ordnung. Aber wenn man mit harten Chains rechnet, also welche, die wirklich lange gehen sollen, wo man dann wirklich einfach im Grunde nur weiterläuft, dann ist Swift Affliction vielleicht nicht die beste Wahl. Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, was es da für eine Alternative gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Alternative ist, gibt, die besser ist. Weiß ich, zum Beispiel Efficacy oder sowas. Die Alternativen werde ich mir vielleicht mal dann beim Grind angucken nach Akt 8. Oh, Volatile. Potenzielles Upgrade. Essence Mob ohne Wither Totem. Auf geht's. Sehr schwer. Oh. Ah, ist hier alles los? Okay, da sind wir bei den Legionnaires. Also noch nicht angreifbar. Life, Movement Speed, aber keine Resi. Fire Damage. Naja. Das Ding ist Akt 8, da kann man ruhig ein bisschen überleveln, weil es ziemlich gefährlich ist, teilweise mit den Bosskämpfen. Doidree kann einen schnell mal aus den Latschen hauen und Lunaris, Solaris ebenfalls, also da muss man ein bisschen aufpassen.
Und wenn man Akt 8 fertig hat, ist man eigentlich auf der sicheren Seite, weil dann kann man halt in Blood Aqueducts oder auf der Harbor Bridge grinden, bis man Level 70 oder so ist, und dann sollte 9 und 10 eigentlich kein Problem mehr sein. Oh, der macht sogar Schaden. Gebaitet, hier geht's gar nicht weiter. Mittlerweile fühle ich mich eigentlich recht sicher, was Trash Mobs angeht. Weil zu Trash Mobs sollte ich nicht mehr sterben eigentlich. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mit dem Enfeeble und dem Immortal Call sieht das eigentlich ziemlich solide aus. Ich habe allerdings so einen heiden Respekt vor Lunaris und Solaris. Oh, das kann auch gefährlich werden. Ja, auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Mal lieber noch ein bisschen Life mitnehmen, bevor man hier ein ekliges Harbinger-Pack reinstürmt und direkt umkippt.
Oh, ich kann den Zauberstab anlegen. Ach, warte, aber den muss ich auch noch linken, ne? Oh, man. Das ist dann ja gar nicht so gut. Dann kostet das ja trotzdem wieder. Ich wollte eigentlich nicht so viel ausgeben. Ah, jetzt gehen die ganzen Kirchenglocken hier schon wieder los. What? Wo muss ich lang? Okay. Hier hätte ich jetzt gern meinen Wither-Totem wieder. Flame Dash brauche ich bei dem Boss nicht unbedingt. Das heißt, Flame Dash nehme ich raus. Ja, ne, der ist einfach nicht gut genug, wenn ich hier noch linken muss. So, jetzt können wir Flame Dash wieder reinnehmen. Und Spell Totem auch wieder raus. Können wir Questbelohnung abholen. Nummer 1 und Nummer 2. Gibt's hier auch noch was? Oh, ein Ring, nice. Was brauche ich denn? Fire und Lightning sind am schlechtesten. Fire und Lightning. Oh, nice. Der hat Life noch drauf. Ja, nice. Den kann ich einfach direkt für den hier ersetzen. Ohne. Ich verliere nicht. Ich verliere nichts. Kriege ich ein bisschen Mana und ein bisschen Life dazu. Very good. So. Dann geht's hiermit weiter. Jetzt will ich ja überlegen, die hier schon mitnehmen. Weil im Grunde bringt mir die nur Life Regen. Die bringt mir eigentlich nicht so viel. Oder hier runtergehen. Richtung Constitution. Ich glaube, ich gehe hier schon mal runter. Ich meine, es ist nicht so, dass ich Constitution erreiche, bevor ich bei Solaris bin. Weil das sind noch irgendwie 3 Level oder 4. Aber man kann ja sich ja schon mal auf den Weg machen. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir den Ausgang finden.
Wait a second. Ah ja, Totem habe ich ja rausgenommen, genau. Die Solar Guards an sich, so wenn man die als Gegner hat, halten die im Grunde nicht viel aus. Wenn man die als Spectre hat, sind die fast unsterblich. Wir sind bisher zweimal Tier 17 Solar Guards gestorben. Und beides Mal, weil ich einfach ein Idiot war und die in eine Reflect Map mitgenommen habe. Die haben sich selber getötet. Gute alte Harbor Bridge. Hier habe ich mit meinem Spectre-Bild gegrindet. Es geht so gut. Aber ich sehe schon. Essence Drain kommt ja auch wohl klar. Man kann aber irgendwie nicht so gut runterschießen. Ein kleines Problem. Oh, Spirit Shield, das kann gut sein. Holla. Muss natürlich auch treffen, ne? Die Frost Sentinels können gefährlich sein, wenn die einen freezen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die können einen Stun locken. Oh boy, oh boy. Oh, ich habe Clarity gar nicht an. Sollte man vielleicht machen als Mind Over Matter Build.
Den lassen wir einfach mal gekonnt aus, weil ich habe eh gerade das Wither Totem nicht drin und dann dauert das sonst so lang. Hier kann man sich auch gern mal überschätzen und in eine Mobgruppe reinrennen, die einen kaputt macht. Vor allem wegen dem angesprochenen Dauerfreeze von den Frost Sentinels. Wenn hier ein Harbinger Pack ist, wird's richtig gefährlich. Und dann haben wir noch diese ganzen Debuff-Leute, also diese Magier hier. Und dann in Kombination mit den Frost Sentinels ist das tödlich. Ha, Waypoint. Da ist schon mal die erste Hürde geschafft. Am schlimmsten ist, wenn man kurz vorm Waypoint irgendwie ausloggen muss, weil man in eine dumme Situation reingerannt ist. Ist mir schon mehrmals passiert. Vor allem, wenn man nicht Frost-Resi gecapt hat. Jo, da muss ich auch drauf aufpassen. Essence Drain. Holy shit. Okay, das ist eine Brust, die lohnt es sich zu vorlinken. Was ich sagen wollte, Essence Drain muss man drauf aufpassen mit Corrupting Blood. Weil man sieht, oder hier. Wie heißt das auch noch auf Bloodlines, auf den Blue Packs? Und man sieht halt meistens nicht, was man genau tötet. Und irgendwo zwei Screens weiter stirbt irgendwas. Und wenn dieses Etwas einen Pack voller Mobs mit dem Bleed-Gedöns sind, Nemesis Mod, dann, ach,
Bloodlines Mod. Da hat man ein Problem. Holy shit, der ist auch gut. Alter, das Schild hier ist auch gut. Holy moly. Mana Region, Mana, Life. All Res. Ich meine, der hat bei weitem nicht. Na, der ist nicht so gut wie das Schild, okay. Vergessen, was für ein Schild ich habe. Life, viel Resi und Stärke und Int. Okay. Es kann aber sein, dass ich jetzt. Nee, ich hab genug Cold Dress, um endlich dieses Amulett hier mal auszutauschen. Ich bin jetzt ziemlich frei, dadurch, dass ich jetzt die krassen Items hier gekriegt habe, was meine Gearwahl angeht. Ich kann im Grunde jetzt reinpacken, was ich will, und meine Resis passen immer noch. Ziemlich nice. Zwei Level noch, dann kann ich die Brust anlegen. Holy shit, die ist nice. Das Ding ist halt, ich mache immer noch ziemlich wenig Schaden eigentlich. Aber wenn man sich mal überlegt, was für ein Wand ich habe, ist das eigentlich ein ziemlich hoher Schaden. Also relativ gesehen ist der Schaden ziemlich hoch. Ah, zu wenig Dex. Verdammt. Hätte das nicht ein Strength Dex Ammo sein können? So, hier haben wir wieder Single Target. Das heißt, wir packen wieder Wither rein für Flame Dash und Spell Totem rein. Und da hoffen wir mal, dass wir nicht sterben, weil der kann auch ziemlich viel Damage rausknallen. Falling Boots, wenn die jetzt auch noch gut sind. Kein Movement Speed. Verdammt. Egal. So, das hier weg. Quest hatten wir noch nicht fertig gemacht, aber wir können jetzt Richtung Yugul gehen und den mal umhauen. Sollte eigentlich auch recht chillig sein mit diesem Bild, weil wir halt so viel Zeit haben, wegzulaufen. Ist mal wieder hier Spell Totem raus und Flame der Schrein für Wither. Oh boy. Ich sage ja Frost Sentinels in einem Harbinger Pack. Das kann gefährlich werden. Die kriegen noch die ganzen Buffs und haben noch so viele Minions um sich rum. Oh. Gefährlich, gefährlich. So, idealerweise will ich jetzt erst den Waypoint holen.
Oh, es hat nicht geklappt. Zu schnell gestorben. So, hier weiter. Hier ist der Ausgang, okay, aber wir holen uns erst noch fix den Waypoint. Weil in den Imperial Gardens kann man auch schnell mal in eine Situation kommen, wo man ausloggen will. Der Waypoint sollte eigentlich hier direkt um die Ecke sein. Oh, es geht hier noch einmal im Kreis, okay. Doch weiter als gedacht, aber egal, ich hole mir den jetzt. Okay. So, auf zu den Imperial Gardens. Na, den können wir eigentlich auch fix umhauen. Die Quest brauchen wir nicht machen, die gibt keinen Skillpunkt. Holy moly. Ich sage, hier muss man aufpassen in der Zone. Gut.
Da sind wir recht gut durchgekommen durch diese Zone. Wie gesagt, die kann ein bisschen gefährlich sein. Oh, was haben wir hier alles aufgesammelt? Kein Movement Speed. Yo. Die haben weniger Resi. Aber das Gute an diesen Handschuhen ist, wir sagten ja schon, Resi ist nicht mal wirklich das Problem. Die haben ein bisschen Resi, die haben viel Life. Aber das Beste an den Handschuhen ist, dass die eine Int-Basis sind oder eine Int-Hybrid-Basis. Das heißt, da kann man leichter blaue Sockel draufrollen. Auch viel Life. Ah, die ist besser hier. Jo. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal holen wir unser Single-Target-Setup zurück. Wobei Flame Dash bei dem Boss hätte ich eigentlich gern. Ah, oh, es ist ätzend. Muss ich die Handschuhe erst machen? Ja, lass mich die Handschuhe mal erst machen. Das ist halt auch ein Item, wo man sagen kann, okay, da kann man. Die kann man zumindest. Die kann man vorlenken, würde ich sogar sagen. Die kann man vorlenken. Oh boy. Was ist das? Hallo? What? Da habe ich teilweise weniger Jeweler gebraucht, um einen Six-Socket zu kriegen. Vier. Ist auch noch viel. Aber gut. Was machen wir hiermit? Im Grunde reicht das ja erstmal aus. Wir brauchen nur Clarity und. Obwohl ich will drei blaue. Ich will drei blaue haben. Come on, Mann. So, so. Wither hier rein und Flame Totem hier rein. Die können weg. Holy shit, das waren teure Handschuhe. Aber an diesem Punkt sollte man Jeweler haben. Wir haben so viele Six Socket auch schon verkauft, also wir haben es uns selber erfarmt quasi. War ein bisschen sehr unlucky, muss man sagen. Das Coole an dem Wither Totem ist halt einfach, dass der Jugul verlangsamt. Holy shit, über die halbe Map. Yo, Dude, chill. Gott, Jugul ist so einfach geworden nach dem Nerf. In der Beta war er noch.
war noch hart, aber jetzt, ja, weiß nicht. Okay, damit hätten wir Jugul fertig. Wir sind jetzt 58. Ich will auf jeden Fall noch 59 machen, bevor ich mich um Lunaris und Solaris kümmere. Aber das können wir ja fix auf der Brücke machen. Holen uns noch fix den Skillpunkt. Tagley war das. Hagan. Ja. Ja, wir kriegen Shaper noch. Bevor wir zu Lunaris gehen, Solaris. Das sollte gut was bringen. Die Mana-Rack ist nice für Mind Over Matter und. Oh, wait, apropos Mind Over Matter. Und die Life-Rack ist auch nicht zu vernachlässigen. Oder zu verachten. Apropos verachten. Ich habe meinen Tee vergessen. Jetzt ist der kalt. Naja. Spread. Volatile, durch ein Volatile durchrennen, während man in Slow hat, ist vielleicht auch nicht die klügste Idee. Okay. Jetzt noch einmal dahin rennen und dann haben wir das geschafft. Aber warte mal, wenn ich jetzt die Brust dann anlege, passt meine Cold Dress nicht mehr. Ach doch. Hatten die Cold Dress? Oh, die hatten 4 Cold Dress, okay.
Gut, so. Jetzt bin ich zwar hier, aber das Ding ist ja noch nicht fertig gecraftet, ne? Live Lightning Movement Speed. Kann noch ein Resi drauf. Und dann hat der mehr Resi, mehr Live und gleich Movement Speed und mehr Sockel. Aber das Problem ist, ich brauche die Stärke, glaube ich. Brauche ich nicht. Okay, nice. Muss ich da überhaupt Resis drauf craften? Lass mich das mal ausprobieren. Die Schuhe an, die Brust an. Dann passen meine Resis immer noch. Also brauche ich da gar nichts drauf craften. So, also können die drei Sachen erstmal weg. Zack, zack, zack. Und hier müssen wir jetzt vier Sockel drauf kriegen. Vier links. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Sehr gut. Und jetzt noch zwei Grün. Was ist die beste Methode, da zwei Grün drauf zu kriegen? Ich meine, ist nicht so unwahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass Chrome Spam einfach am günstigsten ist. Wobei 160 End, ja, vielleicht doch nicht. One Green. Aber ist gar nicht so wahrscheinlich da. Zwei Grüne drauf zu kriegen. Oh man. Okay. Da waren wir mal lucky. Ausnahmsweise mal lucky. So, die da rein. Die zurück. Und dann gehen wir mal. Oh, wir haben 3000 Life. Oh boy. Ja, ich glaube nicht, dass wir da sterben. Aber es kann passieren. Es kann passieren. Sag niemals nie. Einmal nicht aufpassen und schon ist man tot. Wither Totem ist drin. Er ist beschworen. Clarity ist an. Wunderbar. Beschwören wir die Ollen mal. Am schlimmsten ist die Solaris-Phase. Aber ich sehe da hinten gar nicht, was sie da macht. Fängt das an zu legen? Okay, noch eine schwierige Phase. Okay, hinter sie. Und sehr gut, da ausweichen. Hinter sie gehen. Very gut. Ausweichen. Nice. Okay. Eigentlich können wir jetzt nicht mehr sterben. Weil im Grunde hatten nur Solaris diese krassen Bursts. Jo.
Oh. Nice, Tabula Carta. Die halten so viel aus, diese Spinnen. Gut. Da sind wir ja recht gut durchgestampft durch den Akt. Bisschen lucky mit den Drops am Ende, aber ja gut, 3000 Life in Akt 9 ist ziemlich viel. Aber was jetzt ansteht, ist jetzt die Grindphase in den Blood Aqueducts bis Level 70 circa. Und dann wird Akt 9 und Akt 10 gemacht. Zwischendrin mache ich noch irgendwann das Cruel Lab. Aber die Grindphase, die nehme ich halt nie auf. Ist halt langweilig anzugucken, denke ich. Jedenfalls, das war's mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.